Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, gute Nachrichten. Vorschau, das erwartet uns heute. Zum einen die gute Nachricht. Ich habe die 10.000 Abonnenten-Marke mit euch zusammen erfolgreich geknackt. Das ist für mich ein Riesenerfolg, das ist für uns ein Riesenerfolg und das ist was, was mich sehr mit Freude erfüllt, da meine Botschaft jetzt nach anderthalb Jahren YouTuben angekommen ist. Das ist so ein Zielwert, die 10.000, die hätte ich nie gedacht, dass ich die in diesem Zeitraum erreiche. Jetzt ist es tatsächlich soweit, ich freue mich riesig darüber. Ich bin mega, mega stolz auf uns, ich bin sehr stolz auf euch, dadurch, dass sich unter den Videos kleine Communities gebildet haben, dass sich Leute gefunden haben, die wirklich zahlreich unter fast jedes Video Kommentare drunter schreiben, für mich auch Antworten an andere YouTuber geben, die unter die Videos kommentieren und Fragen haben. Da bin ich wirklich mega stolz drauf. Das erfüllt mich einfach mit Freude, das zu beobachten. Es ist allerdings auch so, dass ich gemerkt habe, dass es wohl auch Komplikationen gibt und das betrifft vor allem jetzt das letzte Video, was ich hochgeladen habe, den Test von dem Lautsprecher. Es kam schon ab und zu vor, dass mal ein Kommentar da war von wegen, du verletzt die Urheberrechte, du verletzt die Werbungsrechte, wie auch immer man das nennen möchte. Da ging es darum, bezahlte Promotion unterm Video, ja oder nein. Ehrlich gesagt, ich wusste, dass es bezahlte Promotion auf YouTube gibt. Ich wusste nicht, was bezahlte Promotion im Detail ist. Für mich ist bezahlte Promotion, wenn ich unter einem Video gezielt Werbung platziere, ein Produkt, egal ob gut oder schlecht, in meinem Video präsentiere und dafür werbe und immer versuche, das Video gut darzustellen, das Produkt gut darzustellen, da ich ja für dieses Produkt Geld bekomme. Praktisch, ich erhalte zum Beispiel, wenn es jetzt so gewesen wäre, diesen Lautsprecher. Ich bekomme meinetwegen von der Person, die mir den Lautsprecher zusendet, 500 Euro und soll dafür den Lautsprecher gut dastehen lassen. Das ist was, wovon ich mich sehr stark distanziere, denn für mich sind das Fake News, alternative Fakten. Für mich ist das falsch. Ich präsentiere nur Produkte, die ich für gut halte und von denen ich auch persönlich überzeugt bin. Sollte mir an einem Produkt etwas nicht gefallen, dann sage ich euch das auch klar und deutlich. Zudem sage ich euch am Anfang vom Video auch immer, dass ich für dieses Video den Artikel zur Verfügung gestellt bekommen habe von XY. Das ist mir sehr wichtig und da möchte ich auch explizit nochmal darauf hinweisen. Ich habe meine Videos inzwischen durchgesehen und habe nachträglich nochmal alles mit bezahlter Promotion markiert, was denn darunter fallen könnte. Also praktisch alles, wo ich einen Artikel bekommen habe, Bezahlung, ja, nein. Ich habe bis jetzt noch keine Bezahlung für Artikel bekommen, sagen wir es mal so. Die Videos von Konrad, wo ich die 3D-Drucker bekomme, explizit nicht, denn das ist für mich wirklich absolut keine bezahlte Promotion, denn ich erhalte den Artikel, muss ihn aber wieder zurückgeben, darf meine ehrliche Meinung preisgeben und habe überhaupt nichts davon. Ihr habt was davon, denn ihr seht, ob sich das Produkt lohnt oder nicht. Das möchte ich auch unbedingt so beibehalten und ich werde auch weiterhin auf Kooperationen, so nenne ich das, zurückgreifen. Einfach aus dem Grund, da es für mich eine tolle Möglichkeit ist, neue Sachen auszuprobieren und präsentieren zu können und es natürlich auch in gewisser Weise eine starke finanzielle Entlastung ist, denn so einen YouTube-Kanal zu betreiben, ist nicht billig, ist wirklich nicht billig. Also momentan ist es so, dass ich jetzt so einigermaßen Einnahmen und Ausgaben abdecken. Der Kanal insgesamt ist ungefähr 1.700 Euro im Minus. Die müssen erstmal wieder reinkommen. Wie gesagt, ich bekomme leider für meine Kooperationen kein Geld. Was mir aber, wie gesagt, das Recht ermöglicht, meine ehrliche Meinung dazu preiszugeben. Da wollte ich jetzt einfach mal drauf eingehen und euch das sagen, weil es mir sehr wichtig ist und sehr am Herzen liegt und ich nicht möchte, dass hier irgendwas falsch verstanden wird. Kommen wir wieder zu den guten Nachrichten. Und zwar hat unter das gleiche mysteriöse Video jemand drunter geschrieben, er würde gerne sehen, wie denn mein Plan aussieht, was ich so momentan mache und dass mehr Updates gewünscht sind. Deswegen werde ich das jetzt wieder aufgreifen, ich werde wieder mehr Updates machen und euch jetzt einfach mal zeigen, woran ich gerade arbeite. Und zwar, der RF100 wird ein Heizbett bekommen. Das Ganze sieht fertig so aus, es sind noch ein paar Kleinigkeiten zu machen. Im Großen und Ganzen wird es allerdings ungefähr so werden. Wir testen den Anycubic i3 Mega und den Rankforce RF500. Wir werden ein paar Updates und Upgrades am Ender vornehmen.
Wir bauen eine CNC-Fräse, wir testen etwas Filament und wir bauen uns einen coolen Filamentständer, damit das Ganze sauber und ordentlich gelagert ist. Wir testen eine billige Actioncam für 50 Euro. Und ich übe momentan C-Programmierung, Arduino-Programmierung, C++. Ich lese mich in Mikroelektrik ein, denn wir werden einen Crashkurs machen zum Thema Elektrik und Arduino, werden dort 8 Videos machen, die zusammen mit JLC PCB, wer die nicht kennt, Great Scott arbeitet momentan mit denen zusammen. Das ist bezahlte Promotion. Da werden wir eben ein paar Platinen entwerfen und mit einem Arduino Starter Set ein bisschen versuchen, die ganze Elektrik ein bisschen anschaulich zu machen und dann am Ende immer in einer schönen, sauberen Platine zu verwirklichen. Das Ganze ist nicht ganz leicht, deswegen bin ich momentan dabei, eben dieses Programmieren und dieses Anzeichnen von Platinen zu üben. Das mache ich eben momentan auch noch. Jetzt gebe ich euch noch einen kleinen Ausblick auf das, was noch kommen wird. Das habe ich nämlich auf meinem Handy im Kalender. Am Freitag testen wir den RF100 XL. Dann am Montag und am Mittwoch gibt es einen Test von Janbecks Filament. Am Freitag nochmal einen Test von der Actioncam. Dann am Mittwoch drauf wieder Janbecks Filament. Dann am Freitag drauf den i3 Mega von Anycubic. Jetzt sind wir im Monat Februar. Wir testen Rankforce Filament. Dann beginnen wir mit dem Bau der Fräse. Und was jetzt kommt, ist noch nicht sicher. Fräse Teil 2 am Freitag drauf. Ein Video über die besten 3D-Drucker bis 500 Euro. Den Freitag nochmal drauf. Das Upgrade vom RF100, was ihr eben da gesehen habt, mit dem Heizbett. Und wir werden uns mit dem Thema Octoprint beschäftigen für den 3D-Drucker eben. Da so einen kleinen Octoprint-Server aufsetzen, das Ganze mit LCD und Touch-Display, kommt dann auch noch. Und danach wird es dann losgehen, 8 Videos lang praktisch, Arduino-Crashkurs und Platinenbau-Crashkurs. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe leider noch gar nichts vorbereitet für die 10.000 Abonnenten, weil es doch schneller gegangen ist als erwartet. Ich habe, wie gesagt, vor einer Woche reingeguckt, da waren es knapp 10.000, plötzlich waren es 10.000, diesen Monat knapp 1.000 Abonnenten dazu gewonnen. Das war extrem, das gab es noch nie, brutal cool, freut mich wirklich riesig. Aber da wird es auf jeden Fall was geben. Ich werde auf jeden Fall irgendwas verlosen, müssen wir gucken. Ich habe so kleine Giveaways vorbereitet, die habe ich schon lange vorher vorbereitet und wir werden noch irgendwas machen, was so zu dem Thema Zahl geknackt passen würde. Da werden wir einfach nochmal gucken, was da so kommt. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich noch nicht. Halt euch da, weil dann jetzt mit regelmäßigen Updates-Videos auf dem Laufenden. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen zu dem Gesagten habt, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr irgendwas habt, was ihr loswerden wolltet, einfach unten unter das Video drunter schreiben. Bei diesem Video handelt es sich um keine bezahlte Promotion und wir sehen uns nächsten Freitag dann mit einer bezahlten Promotion wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine angenehme Woche. Ciao und bis dann.